Es war ein spannender Augenblick im Hildesheimer Dom, als Restaurator Uwe Schuchart den Godehard-Schrein öffnete. Ganz vorsichtig entnahm dann der Hildesheimer Bischof Norbert Trelle 6 in rote Seidentücher eingeschlagene Bündel aus dem Sarkophag. Der mittelalterliche Schrein, der sonst in der Krypta des Hildesheimer Doms steht, enthält Reliquien des heiligen Godehard, der von 1022 bis 1038 Bischof von Hildesheim war. Für den heutigen Hildesheimer Bischof ein großer Moment. Das bereitet einem so innerlich auch etwas heilsame Unruhe und auch ein tiefes Glück, das so auch zu tun, diese zeitliche Dimension des Glaubens hineingegeben in so 1200 Jahre auch so irgendwie hautnah zu spüren. Es wird handgreiflich in einem fast wörtlichen Sinn. Zwei der 6 verschnürten Bündel öffnete Bischof Trelle noch im Dom. Das erste offenbarte alte Textilien, das zweite Paket wurde nur bis zu einer weiteren Schicht Tücher freigelegt und dann den Restauratoren übergeben. 3-mal war der Godehard-Schrein zuvor bereits geöffnet worden, 1779, 1853 und zuletzt im März 1960. Die heutige Öffnung dient vor allem der Wissenschaft, sagt Domdechant Weihbischof Hans-Georg Keutz. Stoffreste zu analysieren, chemische Analysen insgesamt vorzunehmen, das wäre vor 50 Jahren in dem Sinne nicht möglich geworden. Und wir hoffen uns einmal eine Erkenntnis über Stoff und Reliquien insgesamt und wir erhoffen uns zweitens eine Konservierung, um es auch der Nachwelt zu hinterlassen. 2 Tage lang untersuchen nun Wissenschaftler, die zur Schreinöffnung eigens aus den USA, England und der Schweiz angereist sind, eingehend den Inhalt des Sarkophags. Sollte die Untersuchung ergeben, dass der Schrein reisefähig ist, wird er an verschiedene Museen ausgeliehen. Holger Klein von der Columbia University in New York und Kurator des Cleveland Museums kann das kaum erwarten. Es ist Teil der Gespräche, die hier stattfinden werden, jetzt im Rahmen dieser Schreinöffnung, dass wir feststellen, ob der Schrein reisefähig ist, wenn er nicht reisefähig ist, welche konservatorischen Maßnahmen getroffen werden müssen, damit das passiert. Und wenn alles gut geht, dann würden wir uns freuen, wenn wir den Schrein in unsere Ausstellung aufnehmen könnten.